Liebe Silvia, schön, dass du uns wieder eingeladen hast zu unserem neuen Interview, zu deinen Erlebnissen, deines bewegten Lebens, deiner Höhen und Tiefen und deiner Erfahrungen, die ja vielleicht für viele Menschen auch ein Moment sind, das anzunehmen und zu sehen, okay, wie kann man vielleicht bestimmte Probleme lösen, wie kann man auf bestimmte Themen reagieren. Und wir sitzen hier bei dir in der Nähe deiner Berghütte, man sieht sie im Hintergrund, die du vor ein paar Jahren jetzt renoviert hast und ausgebaut hast. Ganz oben sieht man hier nach Oberstdorf und wie der Name schon sagt, Silvia, die Frau, die aus dem Wald kam, darum auch hier der Wald in unserer Umgebung. Wir sind ja letztes Mal stehen geblieben, wie du die Geschichte erzählt hast, wie deine Tochter Tamina die Seiten gewechselt hat, willst du erkannt hast, dass das Leben nach dem Leben nicht nur eine Glaubenssache ist, sondern etwas ist, was man auch erleben kann, spüren kann, auch erfahren kann, begreifen vielleicht schwierig, aber du bist ja immer noch in Kontakt mit deiner Tochter, die in einer anderen Realitätsebene, aber gleichzeitig auch hier alles mitbekommt, die mit dir tagtäglich spricht. Was sagt sie denn, wenn wir heute dieses Interview führen? Gibt es da eine Information von ihr? Also heute Nacht, als ich aufgewacht bin, hat sie mich gefragt, Mama, was ist los, bist du aufgeregt? Und dann sage ich, ja, irgendwie ist heute eine andere Aufregung als beim ersten Mal in mir. Und hat sie gefragt, warum? Dann habe ich gesagt, weil ich wieder spüre, ich gehe ins Außen und ich muss auch wirklich schauen, dass ich ganz bei mir bleibe. Und egal, was im Außen geschieht, nach dem Interview, wenn es ausgestrahlt wird, dass ich für mich sagen kann, das Ziel ist ausschließlich das, was ich höre von dir, das, was ich manchmal aber auch sehen darf an Zeichen, dass ich das ausschließlich weitervermitteln möchte. Und zwar für die Menschen, die auch ihre Wahrnehmungen haben. Das habe ich ja gesehen von den Feedbacks, was da zurückgekommen ist, dass viele sagen Danke, weil die Zweifel sind bei den Menschen ja so groß. Und das ist so meine Zielsetzung, dass die Menschen dadurch sagen, das, was ich höre, sehe, rieche oder vielleicht träume, dass das ihre Wahrheit ist. Und es ist eine andere Aufregung heute in mir, aber das ist gut, weil ich glaube, wenn ich Aufregung spüre, dann ist die ganze Angelegenheit auch aufregend, im wahrsten Sinne. Ja, das ist eine aufregende Geschichte, wenn man in einer Zeit lebt, in der, so ich bin der festen Überzeugung, ein Weltbildwechsel stattfinden wird, von der materialistischen Sichtweise auf unser Sein, dass diese Realität etwas dinglicher Natur ist, zu einer Auffassung des holistischen Weltbildes, in dem das alles aus Bewusstsein, aus Geist besteht und dieser Geist sich immer wieder in diesen verschiedenen Inkarnationen, neue Körper, ob Mann oder Frau oder auch andere Realitätsebenen sucht. Du hast ja viel mit der Tamina über diese wir würden sagen Jenseits gesprochen. Was gab sie denn dir für Informationen? Weil du hast ja bestimmt nachgefragt, wie ist denn bei dir da drüben? Wie fühlt sich das an oder wie erlebst du denn diese neue Umgebung? Also ich möchte da gleich antworten drauf. Ich habe sie gefragt und hat sie gesagt, dass das, wo sie ist, eine ganz andere Dimension ist. Das Wort Dimension selber kann ich auch gar nicht greifen. Ich weiß nicht, was sie mir damit sagen möchte. Aber ganz anders wie hier. Sie sagte, als ich sie gefragt habe, Tamina, wo bist du denn? Dann sagt sie, Mama, ich bin überall und immer da. Also mein Verstand reicht nicht dazu aus, Nepomuk, dass ich das greifen kann. Wie kann sie denn immer und überall gleichzeitig sein? Weil ich ja auch so in der Zeit drin bin. Die Zeit gibt es da, wo sie ist, nicht. Ich spreche einfach rüber, genau, was sie vermittelt. Und ich würde gern zu Beginn etwas erzählen, was mich aber wahrscheinlich wieder bewegt. Also meine Emotionen kommen oder kommen nicht, gell? Da möchte ich mich auch nicht dafür entschuldigen. Jetzt werden es dann im April 4 Jahre, als sie gegangen ist, und im 1,5 Jahre später kam mein Mann nach Hause und gesagt, du Silvia, wir haben ein ganz tolles Angebot, wir können 2 Nächte in der Schweiz in einem Hotel entspannen.
Dann habe ich gesagt, oh, in der Schweiz, das ist ja vielleicht nicht ganz in unserem Geldbeutelrahmen. Dann hat er gemeint, nein, das ist ein Angebot, das nützen wir. Und da sind wir nach Bad Ragaz gefahren. Ich war in der Schweiz so gut wie noch nie. Bad Ragaz kenne ich nicht, aber es ist ganz wichtig jetzt, was ich erzähle. So, wir fahren in dieses Hotel hin, haben geparkt und dann hat es geheißen, ja, wir sollten noch ein bisschen warten, bis wir einchecken können. Und wir laufen in dieses wunderschöne Dörfli rein und plötzlich, ah, da kommt sie schon, schau. Und plötzlich sage ich, du, warum steht hier überall Tamina? Straße heißt Tamina. Häuser heißen Tamina, Brücke heißt Tamina. Wenn du in ein Hotel gehst, in ein Restaurant, dann kannst du ein Essen nach Tamina bestellen. Das, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber das war zu viel. Ich habe, Andi und ich, wir haben gar nicht mehr gewusst, was passiert hier. Und dann an dem Hotel ist eine Therme angeschlossen und wie heißt sie, Nepomuk? Tamina. Und dann bin ich rein an den Empfang und habe gesagt, was ist denn das mit dem Tamina überall? Ist das bei euch ein Name? Und dann hat die Frau gesagt, nein, so heißt die Quelle, die vor einiger Zeit, vor längerer Zeit entdeckt worden ist und die wurde Tamina genannt. Und somit hat unsere Tamina uns an einen Ort geführt, der überall nach ihr klingt. Ich meine, ist das... Da sind wir wieder beim Zufall, nicht? Anführungsstrichel. Gibt's das? Nee. Also da war, also das hat uns, in der Zeit hat uns das noch ziemlich überrollt und wir sind dann ein Jahr später nochmal hin, weil da wussten wir, was auf uns zukommt und wir haben schon richtig gegiert, überall Tamina zu lesen. Weil der Name ist ja doch nicht, sage ich mal, so breit verbreitet. Nein, Tamina ist kein verbreiteter Name und sie heißt auch die gerechte Herrscherin. Tamino aus der Zauberflöte, da habe ich gesagt, wenn es ein Bub wird, nehme ich ihn Tamino und dann habe ich die weibliche Form gelesen. Aber das war für mich, also da wusste ich, dass die Art und Weise, wie sich Tamina mir zeigt, nicht nur durchs Gehör, sondern dass wir an diesen Ort geführt worden waren, das war und ist immer noch überwältigend für mich. Du hast ja sehr viele Fragen an deine verstorbene Tamina gerichtet. Und wie lange hat sie denn gebraucht? Da möchte ich dich kurz unterbrechen, ja? Herr Pomuk. Das ist gar nicht, dass ich ihr viele Fragen stelle. Das ist gar nicht so. Sondern sie spricht zu mir und das meistens unaufgefordert. Das meine ich damit. Ja. Um das einmal klarzustellen, ja. Nicht, dass du sagst, okay, ich habe hier permanent was gefragt, sondern sie auf dich zugekommen. Ja. Mhm. Also das ist mir wichtig, der Unterschied. Das hat mich auch am Anfang so beschäftigt, weil hätte ich Fragen gestellt, dann hätte ich gewusst, ich stelle eine Frage und vielleicht... scheiße ich ein wenig mich selber, weil ich habe eine Frage gestellt, sondern dieses unvermittelt immer zu mir zu kommen, das hat mich ja so sehr, ja auch teilweise aus der Bahn gebracht. Wenn ich koche, ja, und ich sage, oh, das ist jetzt auch ein, ich freue mich aufs Essen oder das ist jetzt wieder mal so ein Lieblingsgericht von mir, dann höre ich, wie sie sagt, also mir wäre jetzt zu viel Pfeffer zum Beispiel drin. Dann bin ich immer so, du lachst, aber also ich bin noch nicht so weit, dass ich das alles immer so fröhlich sehen kann, weil ich immer noch, wow, so in diesem, ach ja, okay, es ist einfach so. Mama, nimm es einfach an. Auch ein ganz wichtiger Satz von ihr. Nimm es einfach an. Wie gesagt, in dem Prozess bin ich und das tut mir auch sehr gut, es anzunehmen. Und irgendwann, denke ich, werde ich auch gar nicht mehr diesen Wow-Effekt so haben. Oder vielleicht, doch, ich möchte ihn eigentlich immer behalten. Also es war gerade ein Quatsch, was ich gesagt habe, weil es einfach so heilend auch für mich ist. Ja, vielleicht ist es gerade auch dieses Phänomen bei dir, dass das du für deine Heilung, für deine Schmerzverarbeitung benötigst, weil es gibt ja viele Menschen auf der Welt, also es kommt ja zwischen, ja, ganz genau weiß man nicht, zwischen 50% und 70% zu einem Nachtodkontakt, aber in der Regel sind es nur kurze Kontakte oder die finden nur ein paar Mal statt. Ja. Aber bei dir dauert es jetzt 4 Jahre an und die spricht immer noch mit dir oder kommuniziert mit dir, weil richtig sprechen ist ja in dem Sinne nicht, du hast es ja die Informationen in deinem Kopf. Ja, das ist, schon sehr ungewöhnlich, oder? Ja. Das weiß ich nicht, aber da bist du der Chef, da hast du mehr Erfahrung, dass es ungewöhnlich ist. Ich denke, jede Mutter sagt, mein Kind war ja auch ungewöhnlich, warum soll es jetzt im Nachhinein nicht sein? Also es gibt Sätze, da spricht sie mich explizit mit Mama an und manchmal sind es aber auch nur Sätze, die ich höre, ohne dass das Mama im Vorfeld kommt. Ob das jetzt
dann die Tamina ist oder vielleicht ein anderes höheres Sein, das weiß ich nicht, da frage ich auch gar nicht hinterher, weil eins kann ich für mich sagen, alles, was ich höre, das ist die Wahrheit für mich. Und das zweifle ich auch gar nicht mehr an. Und das gibt so dies, deswegen ist auch mein Heilungsprozess so viel intensiver geworden. Nicht mehr zweifeln, keine Angst mehr haben für etwas, was mein kleiner Kopf sich nicht vorstellen kann. Genau, das Problem scheint ja tatsächlich zu sein, dass wir gelernt haben, dass Bewusstsein in unserem Körper, in unserem Gehirn offensichtlich entsteht, dass unser Gehirn irgendwas damit zu tun hat, denn wenn wir beschädigt werden, einen Unfall haben oder was auch immer, sind diese Bewusstseinsfunktionen etwas eingeschränkt. Und dann gibt es aber Forscher wie zum Beispiel die Dr. Sonja Rinaldi, die sagt, ich kann mit Menschen im Koma über instrumentelle Transkommunikation auch sprechen. Ja. Die nehmen das auch wahr. Das heißt ja auch du in dem Krankenzimmer mitbekommen, dass deine Tochter mit dir gesprochen hat, sagt, Mama, ich bekomme euch alle mit, obwohl sie im Koma lag. Ja, deswegen habe ich auch gesagt, ich möchte nicht mehr, dass ein Arzt im Krankenzimmer mit uns über Taminas Krankenverlauf spricht. Das ist nicht die Motivation, die Tamina braucht. Mhm. Aber das kam aus mir heraus, weil das Tamina mir sagte. Also da war das ja schon da. Ja, aber wie gesagt, das ist... Dass wir für das Bewusstsein in Wirklichkeit gar keinen Bewusstseinsträger wie einen Körper benötigen, das ist ja das Überraschende an diesem Leben nach dem Tod, in Anführungsstrichen, oder vor dem Tod. Ja. Weil die Tamina hat ja dir, wenn man die letzten Interviews ansieht, ja nicht nur beigebracht, dass sie nach dem Tod weiter existiert, und zwar in einer ganz anderen Wahrnehmungsform, Aufmerksamkeitsform und Zeitform, sondern dass sie auch erklärt hat, wie Inkarnation funktioniert. Also du weißt, dass das Wort Inkarnation, ich schon Schwierigkeiten habe, es auszudrücken. Ich kenne mich da nicht, ich weiß nicht wirklich, was es bedeutet. Aber für all das, was ich an Informationen bekomme, weiß ich auch, dass Tamina schon wieder auf dem Weg ist zu kommen. Ich weiß es nicht vom Mock. Das nicht, weil mein Wunsch danach ist, vielleicht bin ich ja gar nicht mehr da. Das, was wir glauben, das ist es nicht. Der Satz zum Beispiel von ihr, Mama, begrenze nicht deine Gedanken, flieg mit mir über den Tellerrand. Also sie hat gesagt, auch mit mir, nicht ich alleine. Und ich glaube, alles, was außerhalb vom Tellerrand existiert, das kann jeder Mensch auch empfinden, wahrnehmen, aufnehmen. Aber da gibt es die Schranke. Da ist der Stopp. Der Mensch sagt, vielleicht hat er Angst oder will sich damit nicht auseinandersetzen, das weiß ich ja nicht. Ich weiß nur, dass wenn ich mit ihr fliege, dass dann Wundervolles passiert. Ja, diese Schranken sind einmal natürlich die Konzentration auf dieses Leben. Ja. Denn es ist natürlich schon schwierig, wenn man sagt, ich habe zum Beispiel 300 Mal gelebt und 300 Mal vielleicht als Mann und mal als Frau. Und dann das ist für mich ganz abstrakt. Dann wäre natürlich das schwierig. Man könnte sich an die ganzen Kinder erinnern, an die ganzen. Da wird man ja gar nicht mehr in der Konzentration von diesem Leben sein. Mhm, genau. Also das ist vielleicht ein Schutz. Ja. Der zweite Schutz ist vielleicht, dass wir gelernt haben, dass diese Realität physisch existiert. Wir werden hier hineingeboren, völlig egal, ob es uns gibt oder nicht. Ja. Und dass erst unser Bewusstsein so langsam im Laufe der Kindheit entsteht und das wahre Selbst dann, sagen die Neurologen, entsteht dann etwa mit 3 Jahren in Interaktion mit dem sozialen Umfeld, mit Eltern und Oma und Opa und so weiter. Und so weiter. Und so haben wir gelernt, dass offensichtlich das Bewusstsein etwas ist, das nur körperlich ist. Und wenn der Körper nicht mehr funktioniert, ist das Bewusstsein weg. Du hast jetzt gelernt, nee, das scheint so nicht zu stimmen. Deswegen sagt es, ich bin immer und überall. Ich existiere. Auch das ist ein Wort von mir. Ich fand auch, die Sätze, die halt kommen, die lasse ich einfach mal so ungefühlt raus. Kommen und gehen, beide Seiten sind schön. Als Tamina gegangen war, da war ich sehr in der Wut. Und ich kann mich noch erinnern, einmal, da habe ich in dem Schmerz auch laut ausgerufen, Tamina, für mich ergibt es überhaupt keinen Sinn, dass du dich entschieden hast zu gehen. Dein Leben war so schön gerade. Also weißt ja, meine Einstellung, es gibt einfach eine gute Welle. Und da sagte sie zu mir, mein Leben, Mama, war schön. Aber das, was ich gesehen habe, das war schöner. Schöner. Weißt, auch da kommt mein Ego natürlich. Wie will denn ein Leben schöner sein? Du hast doch alles gehabt, wir waren doch da. Aber das war
etwas, wo sie auch vehement immer wieder gesagt hat, es ist halt schöner, was ich gesehen habe. Also, wenn man nochmal sagt, die Kommunikation, also mit nicht mehr, mit Bewusstseinseinheiten, die nicht mehr verkörpert sind, ist ja nicht unbedingt neu. In früheren, der Geschichte der Menschheit oder jetzt noch, machen das Medizinmänner, es machen Schamanen, es machen auch Menschen, die in Trance sind oder channeln, die haben ja auch bestimmte Ansprechpartnerinnen. Ich erinnere nur an Jane Roberts, die hier mit Gesprächen mit Seth, der auch hier ein ganzes Buch diktiert hat aus diesen Bereichen heraus, oder eine Psychologin, die das Buch schon mit, glaube ich, 700 Seiten, ein Kurs im Wundern. Also das gibt es permanent, das passiert permanent. Ja. Es gibt Menschen, die von ihren Verstorbenen auch ein Buch diktiert bekommen. Ich kenne ja an die Dr. Michelle Heinz, die hat ein Buch, das heißt Jenseits der Regenbogenbrücke. Ihr Vater, der verstorben ist, hat gesagt, und hat ja in diesem Buch geschildert, was alles passiert in dem Moment, wo er rübergeht. Und hat die Tamina beschrieben, wie der Übergang war? Gar nicht. Nein, das habe ich nicht gehört. Habe auch nie gefragt und ich habe die Information auch nie bekommen. Ich weiß nicht, ich denke, dass der Mensch gerade in der jetzigen Zeit, Nepomuk, in der wir drinstecken, die Angst vor dem Sterben noch größer in sich wachsen lässt. Hatte ich vorher auch. Ich hatte eine ganz distanzierte Haltung zum Sterben. Das hat sich bei mir verrückt. Also es ist nicht, dass ich mich jetzt drauf freue, aber es ist dieses... Ja, aber wenn ich doch höre, sie existiert und sie ist immer und überall da, dann hänge ich ja nur an diesem Körper, weil sie ist ja nach wie vor vorhanden. Ich bin einfach noch zu verstrickt in mir selbst, um die Wunder, die sie mir nämlich zeigen möchte, auch noch anzunehmen. Ein Satz hat sie zu mir gesagt, ich kann mich erinnern, wenn ich sage, ja überall, wo kannst du denn sein? Kannst du auch in der Pfütze sein? Dann hat sie gesagt, du kannst mich auch in einer Pfütze sehen, aber nur, wenn du mich nicht einforderst. Und ich fordere schon noch ein, weißt du, so diese, ich würde dich jetzt gern hören oder wo bist denn oder ein Zeichen. Ich bin da noch nicht über den Berg, dieses wirklich in der totalen Annahme. Aber das passt auch zu deiner Aussage, dass die Informationen dann kommen, wenn du sie nicht einforderst. Ich denke, das Bitte könnte schon auch legitim sein, aber so, also bei mir ist es, und der Tamina, so läuft es nicht. Ich habe ja auch damals im letzten Interview von der Katze erzählt. Ja. Kann ich kurz drüber erzählen? Die Katzengeschichte müssen wir sowieso noch aufgreifen, weil viele gefragt haben, ja, wie geht denn diese Geschichte weiter? Was hat denn die Katze jetzt mit der verstorbenen der Tochter zu tun? Ja, genau. Also die Tamina hat uns mit 5 Jahren, hat sie damals sich eine Katze gewünscht und hat sich einen Kater ausgesucht. Der hat Pauli geheißen. Und daraufhin kamen viele Kater in unser Leben. Wir hatten dann einmal sogar 4 Kater gleichzeitig. Und ja, Tamina sagte irgendwann mal, also im nächsten Leben, also ich glaube, da möchte ich gerne Katze sein. Ja, warum? Ja, Mai weiß das selber, wie eine Katze kriegt alles und macht, was sie möchte. Und sie findet aber eher scherzhaft. Scherzhaft, genau. Aber die Aussage gab es. Und als sie am 19.04.2017 gegangen ist, habe ich irgendwann Wochen danach alles so ausgekramt und da ist mir vom ersten Kater, da war sie 5 Jahre, der, wie so ein kleiner Geburtsschein in die Hände gefallen. Und ich wusste nicht mehr, dass der Pauli am gleichen Tag geboren war, wo sie gegangen ist, der 19.04. So, das ist jetzt, okay, nichts Bewegendes, aber da hat sie zu mir gesagt, es wird eine Katze sein. Und ich dachte, aber du kommst doch nicht als Katze. Aber das hat sie gesagt, es wird eine Katze sein. Wir haben letztes Jahr haben wir wieder einen Kater geholt, der Andi und ich, und haben ihn auch Pauli genannt, weil ich dachte, irgendwas erfahre ich. Und ich habe über Pauli gar nichts erfahren. Und der ist ein wunderbarer Kater, aber ich habe nichts gemerkt oder gespürt oder gehört, gar nicht. Und irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, Kater? Aber Pauli, ich bringe dir die große Liebe. Und habe in der Zeitung geschaut und da war noch eine Kätzchen zum Verkaufen oder herzugeben, zu schenken. Also sie hat es uns geschenkt. Und der Andi sagt, du hast immer noch Kater gehabt, wieso jetzt eine Kätzchen? Na, wie gesagt, weiß nicht, das war ein Gefühl. Kater Pauli bekommt die große Liebe. Kurz und knapp, ich habe dieses Kätzchen geholt. Dieses Kätzchen haben wir Mimi genannt. Und die Mimi war sehr scheu. Und ganz schwer, dass ich so ein Draht zu ihr bekommen habe. Und dann war ich sehr traurig und habe geweint und habe gesagt, Tamina,
ich würde so gern mir wünschen, dass wir gemeinsam diesen Moment erleben können. Und dann kam damals noch die Mimi hoch zu mir auf den Schoß und da hat Tamina gesagt, ich bin doch da. Das heißt, ein Teil ihres Bewusstseins, wenn man so sagen darf, genau, ist in der Katze oder lebt in dieser Katze und, mit. Und das war ein Moment, kannst du dir das vorstellen, als ich gesagt habe, Tamina, ich würde so gerne den Moment mit dir teilen. Und dann kommt dieses Scheue, da war das war ein Butzele mit 10 Wochen, kam zu mir auf den Schoß und ich hörte, ich bin doch da. Und ich guckte die Katze an und erinnerte mich an diese Aussage, wie es entstanden ist. Mhm. Genau. Und sie ist immer wieder da. Und hast auch gemerkt beim letzten Interview? Genau. Oder wie sie jetzt gerade hier in der freien Natur, als wir darüber gesprochen haben, bevor es angefangen hat, kam sie her. Ja, und sie ist da. Ich weiß es. Wenn ich meditiere und sie schläft, irgendwann in der Meditation spüre ich plötzlich, wie sie zu mir her auf den Schoß kommt. Für mich ist es die Wahrheit. Ja, das ist, passt ja auch wieder zu Ihrer Aussage, wenn ich sage, ich kann alles sein. Ja. Dann kann ich natürlich auch dieses Bewusstsein dieser Katze nutzen, um das mitzuerleben. Ja. Ist kein Thema. Genau. Ja, genau. Also für mich ist es so und seitdem nenne ich sie Tammy. Und mein Mann nennt sie weiterhin Mimi, weil er gesagt hat, das ist was Besonderes zwischen euch. Also hast du, oder es hört sich natürlich jetzt ein bisschen provokant an, frag nur, aber muss denn dieser Schmerz, dieses Abschiedes sein, um diese Zeichen tatsächlich mal im Leben wahrzunehmen? Wir haben einmal deine Geschichte erzählt, wo diese Energie reingekommen ist in 11, 12 Jahren an der Bushaltestelle. Aber diese Sachen sind ja relativ neu. Du hast ja vorher mit niemandem irgendwo Stimmen im Kopf gehabt oder jemand mit dir gesprochen, der nicht da war, oder? Also Stimme, nicht Stimmen, aber ja. Stimme, ja. Ob es das sein muss, das ist wirklich eine Frage, die ist natürlich provokant, aber die ist genau richtig. Was glaubst du, wie oft ich gefragt habe? Aber Tamina sagte doch zu mir, 2 Tage nachdem sie gegangen ist, Mama, meine Aufgabe ist jetzt zu Ende, damit du deine Aufgabe fertigbringen kannst. Das war Schmerz. Also mein Mann erinnert mich auch immer wieder an den Satz, den sie sagte, weil das würde ich als Mama niemals sagen können. Warum soll ich alte, weiß noch, da sein dürfen? Aber das ist wohl das, was uns beide sehr stark miteinander verbindet. Deswegen darf ich heute hier sitzen und auch reden. Und ich möchte auch nichts anderes mehr machen, Nepomuk. Ich möchte gerne, dass die Menschen dadurch einen so natürlichen Zugang zum Kreislauf des Lebens finden. Den hatte ich vorher nicht. Den habe ich jetzt durch Tamina bekommen. Das ist ein Kreislauf. Du hast es richtig gesagt. Das ist ein ja, wenn man es einmal so bezeichnen darf, ein Inkarnieren, ein Leben leben. Kommen in unterschiedlichen und gehen. Beide Seiten sind schön, sagt genau. Sie. Ja. Und die anderen Seiten haben wir noch nicht, also jetzt auf dem Schirm, so genau wie, vielleicht ist ja auch in diesem, es gibt ja viele, die sagen, okay, wenn du dein Bewusstsein wechselst, es gibt in anderen Realitätsebenen, in anderen Dimensionen auch Körper, ja. Du hast genauso etwas zu begreifen wie hier, andere Naturgesetze, andere Zeit und so weiter. Also offensichtlich gibt es aber auch Zustände, wie die Tamina das beschreibt, grenzenlos sein, grenzenlos erfahren, alles sein gleichzeitig, alles erleben. Das also, ist natürlich in diesem Körper schwer nachzuvollziehen. Das ist sehr schwer. Also da merke ich schon, ich schaffe auch nur, wieder über meine Grenze zu gehen, weil ich ins Vertrauen gehe. Weil ich sage, das ist einfach so, das höre ich, das nehme ich wahr. Die Tamina führt mich dazu, weil sonst würde ich an der Begrenzung wieder hängen bleiben. Ich schaffe das nicht. Meine Vorstellung ist da zu eng. Hast du denn eine Botschaft an Eltern oder jemand, der eben ein Kind verloren hat, auf was aufpassen soll oder die Hoffnung nicht zu verlieren? Es ist schwer, da eine sinnvolle Botschaft zu geben, wenn der Schmerz so ist, dass er ihn innerlich fast zerreißt. 2 Sätze fallen mir ein von ihr. Ein Satz war ganz klar, es war nun mal mein Lebensplan. Mama, was glaubst du, wo ich vor dir war? Und als ich sie gefragt habe, wie soll ich mein Leben jetzt ohne dich weitermachen, dann kamen 2 Eigenschaften, nimm's spielerisch und tänzerisch. Hat nicht geholfen. Wenn ich aber spielerisch und tänzerisch hinterfrage, was es bedeutet, dann ergibt es für mich einen Sinn.
Es ist letztendlich ein Lebensspiel und ich habe mit der Silvia-Figur nur eine Figur. Und wir spielen ein Spiel. Und tänzerisch bedeutet so viel, von leichtfüßig über, man kann zusammen tanzen, alleine tanzen, in der Gruppe tanzen, man kann schnell und langsam oder was auch immer. Das heißt, für mich besteht es aus dem Tempo des Lebens, tänzerisch. Alles vergeht, alles beginnt. Ob das Botschaften sind, die jetzt andere Menschen gut tun. Es kommt immer darauf an, wie weit ist man mit dem Schmerz. Mein Ziel war, vom Schmerz in die Trauer zu gehen. Und ich bin in der Trauer. Aber ist es nicht auch ein Trost zu erkennen, dass wir natürlich mit unserem Weltbild, mit unserer derzeitigen Wissenschaft bei Weitem noch nicht das Leben selber verstehen können? Ich glaube, dass man das vielleicht, also ich weiß nicht, ob das vielleicht jemals auch sein soll. Weil wenn wir das Leben verstehen würden, dann würde ja der Mensch sich grundlegend verändern. Das Mysterium wäre weg. Das Mysterium wäre weg. Und was ist, wenn der Mensch nicht mehr suchen kann? Weißt du, es ist ja auch ein Trieb, dieses Suchen. Er hat ja immer schon gesucht. Fragen stellen. Ja. Nach dem Sinn. Aha, oder da gibt es so eine schöne Frage. Hast du einen Traum? Ja, dann stell dir mal vor, der wird wahr. Da gibt es welche, die sagen, oh, vielleicht sollte ich lieber weiterhin träumen. Ja. Jetzt fällt mir noch etwas Wichtiges ein, und zwar, da war die Tamina noch da. Wir waren im Auto gesessen. Es war vielleicht ein halbes Jahr, bevor sie gegangen ist. Und ich habe sie gefragt, du Tamina, warum behandelst du alle Menschen so egal? Ist dir alles egal? Und sie guckt mich an und sagt, ich weiß nicht, ich behandle sie gleichgültig. Und habe ich gesagt, naja, das ist ja jetzt auch einfach nur wieder ein anderes Wort. Und hat sie gesagt, nein, für mich ist es gleichgültig. Habe das damals überhaupt nicht verstanden. Das gleichgültig hat sie mir irgendwann, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch geträumt, das weiß ich jetzt nicht mehr, kam wieder gleichgültig. Und dann habe ich mir überlegt, was will sie mir denn damit sagen? Was wollte sie mir damals schon sagen? Und damit habe ich täglich zu tun, andere Menschen gleichgültig zu betrachten. Und wenn wir das schaffen könnten, dass jeder seinen Weg hat der Verarbeitung und dass jeder seinen Weg geht, wie er einen Schmerz heilen möchte, weil wir Gleichgültigkeit leben sollten, dann würde die Menschlichkeit sich viel mehr in die Herzensebene begeben. Und das war für mich eine der wichtigsten Botschaften, die ich bekommen habe und jeden Tag damit zu tun habe. Das war ein Grund, warum ich auch auf ihr Grab habe schreiben lassen, du hast uns gelehrt, Tamina, das Leben nicht so ernst zu nehmen. Das ist doch eine gute Schlussbotschaft für dieses Interview. Silvia, ich bedanke mich sehr herzlich, dass du uns wieder einen kurzen Einblick gegeben hast, was Danke du so erlebst. Danke. Danke auch. Lass uns gesund bleiben, Nevermog. Ja, auf alle Fälle. Danke. Und lass uns alles gleichgültig behandeln. Ja, das ist sehr wertvoll. Dieses Wertfreisein, gell? Mhm. Jeder darf sich doch selber so leben, wie er leben möchte. Und wenn es dir nicht gefällt, dann sei froh, du musst es ja nicht so machen wie ich. Aber lasst mich sein, ich lasse euch sein und dann wird es wirklich viel mehr menscheln und wir würden viel mehr Akzeptanz auch für alle Bereiche des Lebens rüberbringen. Vielleicht ist das eine der wichtigsten Botschaften, die wir im Menschsein leben dürfen. Ganz genau. Danke. Danke, Nevermore.